So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet und eigentlich habe ich eben das Unboxing gemacht vom riesen fetten Paket von Urinalbecken, der es wieder mal komplett übertrieben hat. Also was da für Werte drin sind, schon alleine dieser 50 Euro Gutschein für den Nintendo eShop, der Switch Controller, das Pokémon Schwert Spiel, 95%ige Spiritus, die Rollmops-Gläser, oh mein Gott, ich werde nicht mehr. Aber ich habe euch ja gezeigt, wir haben noch ein anderes Paket und zwar dieses hier. Das ist deutlich kleiner, aber ich habe eine Vermutung, was da drin ist, denn das kommt vom Brainy. Er hat nämlich hier das auch so schön drauf, wenn ich hier das nochmal zeigen kann. Da steht Brainy mit Smiley und so ist das angekommen. Und der Brainy hat nämlich, glaube ich, in seinem Garten was angebaut, was er mir jetzt hier schicken wollte. Ja, da ist jetzt Gras drin, genau. Nein, das ist natürlich was anderes. Deswegen versuchen wir, das jetzt mal aufzumachen. Ich glaube, der hat sich das Panzertape vom Natururin ausgeborgt. Das sieht nämlich genauso aus und ist so heftig fett und deswegen ziehen wir das jetzt mal hier auf. Adi, du willst gucken, ich weiß. Adi, wenn du gucken willst, dann komm hoch, weil unten siehst du nichts. Einmal aufgemacht. Einmal reingeschaut. Delicatesse Mini Cabanossi. Dass alle immer so auf Cabanossi abfahren. Knossi abfahren auf Cabanossi. Guckt euch das doch mal an. Delicatesse Mini Cabanossi Mild. So kleine Würstchen, die du einfach abends nebenbei immer mal so snacken kannst, ja. Stück Käse, Stück Cabanossi, Stück Käse, Stück Cabanossi. Ist auf jeden Fall was Feines für zwischendurch. An sich bin ich nicht der größte Cabanossi-Liebhaber. Ich finde, Cabanossi hat eine richtig komische Konsistenz, ja. So alte vergammelte Knacker ist wieder was ganz anderes, aber Cabanossi, die sind ja eher dann trotzdem irgendwie ein bisschen weich. Die geben vor, fest zu sein und sind trotzdem irgendwie weich. Deswegen, weiche Knacker sind auch weich, weicher als Cabanossi, aber feste Knacker sind einfach fester als jetzt Cabanossi. Es ist ja egal, da blickst du eh nicht durch. Dann aber hier, Hello My Cat. Mit dreifach Käsegeschmack, Adi. Das ist was Feines. Guck mal, Cabanossi mit dreifach Käsegeschmack zusätzlich. Da freut er sich. Sein Beutel ist zwar immer noch prall gefüllt, also bei ihm ist immer noch der Niklaus da gewesen und der Weihnachtsmann kommt jeden Tag hinterher gefühlt. Trotzdem immer wieder was Feines da. Dann haben wir hier Winston Schleckerli. Viermal mit Rind und Katzengras, viermal mit Käse und Taurin. Ich glaube, der Adi, der will lieber die Cabanossi als den Rest. Schleckerli klingt auch gut. Weiß ich gar nicht, was das ist. Sind das Beutelchen, was so cremig ist zum Rausdrücken oder ist das was Hartes? Ist das wie eine Stange? Gibt es auch immer verschiedene Sachen. Alles ist anders. Hier nochmal Schleckerli, viermal mit Lachs und Indulin, viermal mit Hähnchen und Biotin. Also die Katze ernährt sich gesünder als der Betreiber, als der Besitzer. Betreiber, ich betreibe die Katze. Ihr wisst Bescheid. Dann aber hier drüben nochmal hier diese Sticks. Das ist ja eindeutig, dass das Katzensticks sind, leicht portionierbar mit Lamm und Truthahn. Da kannst du jetzt nichts hier von wegen, dass das so wie so Creme ist oder Zeugs. Nein, das sind normal Katzensticks. Ja, lass dich nieder, fall ruhig hin. Wursti, Wursti. Da kannst du ja gleich eins abhaben. Beruhige dich, zeige dir gleich. Dann hast du hier nochmal. Schweine-Cabanossi mit Chili. Jetzt würde Bubsi wieder sagen, immer so fettiges Zeug. Ja, aber Fett ist doch der Geschmacksträger. Das heißt, je fettiger, desto heftiger und desto dicker, ne? Hello, my cat. Knuspermix. Schnurrtastischer Knuspermix mit dreifach Geflügel. Adi, das ist der nächste Beutel für dich. Guck, der Adi ist schon durch die Verpackung durch, weil es so fantastisch ist. Ich traue mich gar nicht hier reinzufassen, wenn ich hier diesen dicken Beutel noch sehe. Dann haben wir Smiller Multivitamin mit 12 Vitaminen und Taurin. Das ist Creme, damit reibe ich die Katze ein. Oder ist das halt zum Fressnapf reindrücken? Ergänzungsfuttermittel für ausgewachsene Katzen. Ja, bist du ein Großer?
Bist du ein großer? Guck dir das an, wie groß der ist. Hier hängt halt einfach nur der Fettlappen runter. Also, ich glaube, Adi fehlt ein bisschen die Bewegung. Der ist viel zu gut gefüttert. Dafür ist er auch übelst weich. Fasst mal hier dran, wie weich das ist. Dass das einfach für ein flauschiger, dicker Brocken ist. Guck, jetzt siehst du so aus wie ich. Alles ist verstrubbelt. Das packen wir auch mal hier rein. Dann haben wir hier an der Seite was rumliegen. Das müsste, ist ja bestimmt total brutal. Oh. Ich habe hier nämlich eine einzelne Chilischote. Ja? Das ist das Beweistütchen vom FBI. Das haben sie bei der Untersuchung gefunden. Und hier steht, Vorsicht, sehr, sehr scharf. Wollen wir die mal testen in einem extra Video? Adi, das ist nichts für dich. Du beißt eh gleich wieder in die Folie. So wie, ja, ich habe es mir schon gedacht. Sehr, sehr scharf. Könnte man ein extra Video machen. Ich esse die Brainy-Schote und mal gucken, was passiert. Ist das so? Kann man die einfach so essen? Ja, das machen die ja bei den Chili-Wettbewerben auch immer so, dass sie den Zippel festhalten, von abbeißen und das dann halt kauen. Und dann ab und zu überlebt es auch einer. Dann habt ihr hier, ich muss euch das trotzdem mal zeigen in dem Karton, ihr habt hier so Klopapier drin. Wenn du das Klopapier jetzt nimmst und aufmachst, fällt aus dem Klopapier, da fallen lauter Chilis raus, ja. Das Klopapier kann jetzt also weg, ungefähr so. Unten drunter ist nochmal so eine Packung Sticks, aber nicht die mit Lamm und Truthahn, sondern mit Kalb und Geflügel. Und jetzt hast du hier Chilis. Sind das alles die gleichen? Also die Größe ist verschieden. Aber ansonsten ist das alles die gleiche Schärfe, die gleiche Sorte. Nimmt man die auch so und kann die so fressen? Oder sollte man die klein schneiden, irgendwo ranpacken? Da können wir ja gleich ein Video machen, wo wir sagen, wir testen mal so eine und beißen da rein. Und dann ein Video, wo man diese ganz kleine, komische. Gibt es da Angaben über die Schärfe, über die Scoville, über sonst was? Oder hast du die Bezeichnung? Was sind das für welche? Und was ist die kleine für eine? Würde mich noch interessieren. Ansonsten kann man die dann trotzdem mal testen. Aber das ist ein Unboxing, da wird nichts getestet. Was aber noch getestet wird, obwohl nichts getestet wird, wie ich es schon gesagt habe, wir können dem Adi immer noch so einen Stick geben. Da freut er sich nämlich immer. Machen das mal auf. Gehen jetzt hier mal rein. Wir reichen dem Adi mal so Stück für Stück immer mal so Stickle. Guck, Adi, da. Jetzt zieh's ab. Und dann kau. Hier, das sieht doch gut aus. Ja, ist doch. Oh, er hätte es auch noch abbeißen können. Das hätte bestimmt gepasst. Ihr seht, der Adi mag auf jeden Fall Sticks. Sticks mag er wirklich sehr gerne. Also, entweder brichst du ein Stück ab, legst es in die Hand und dann merkst du immer die schleimige Nase, wenn sie auf der Handfläche rumreibt. Oder du hältst den Stick hin und er reißt so lange ab, bis er den restlichen Stick hat und dreht dann auch komplett durch. Das sind die zwei Möglichkeiten. Adi, peace out, Vorhaut. Willst du dich noch verabschieden? Gib mir Sticks! Der kleine Schmatzer. Dankeschön auch an Brainy natürlich. Sehr cool, da ist wieder vieles von Adi dabei. Das heißt, für mich ist gesorgt durch Urinalbecken. Für Adi ist gesorgt durch Brainy. Und ich habe noch eine Challenge dann dabei. Das ist auf jeden Fall wieder sehr spannend. Also es ist sehr cool, dass auch die Pakete immer so unterschiedlich sind und du nie weißt, was dich erwartet. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.